Und der bayerische CSU-Innenminister ist mir jetzt zugeschaltet. Joachim Herrmann, Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Hallo. Herr Herrmann, auch bei Ihnen in Bayern gab es heute Festnahmen. Wie groß war die Gefahr eines tatsächlichen Staatsstreiches Ihrer Meinung nach? Das muss man insgesamt sehr ernst nehmen, ob diese Leute, wenn sie wirklich zugeschlagen hätten, erfolgreich gewesen wären, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist schlimm genug, dass sich überhaupt so viele Personen zu solch terroristischen Absichten zusammenraufen, dass hier offensichtlich ganz gezielt auch Soldaten und Polizisten gesucht wurden, die dann mit Waffeneinsatz womöglich vorgehen. Es sind Überlegungen wohl angestellt worden, auch bewaffnet in den Bundestag einzudringen. Also insgesamt wirklich ein schreckliches Szenario, hochgefährliche Leute. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass die Sicherheitsbehörden darauf rechtzeitig aufmerksam wurden und sie jetzt mit dem heutigen Tage diesem Spuk ein Ende bereitet haben. Sie sagen, den möglichen Erfolg, den lassen Sie mal dahingestellt. Wenn wir den Generalbundesanwalt hören, der sagt, das war sehr, sehr weit fortgeschritten. Die Pläne waren sehr, sehr konkret. Das heißt, Sie hätten nicht mit einem Erfolg überhaupt gerechnet? Ja. Man fragt sich insgesamt. Darüber braucht man jetzt nicht spekulieren. Aber klar ist jedenfalls, die wollten wirklich das gesamte Regierungsparlamentssystem der Bundesrepublik Deutschland beseitigen, eine neue Regierung installieren, undemokratisch, mit kruden Verschwörungstheorien. Das ist wirklich völlig indiskutabel und es wäre hochgefährlich. Offensichtlich haben diese Leute auch in Kauf genommen, dass es Tote geben kann bei ihrem Umsturzversuch. Also man muss die terroristische Gefahr wirklich sehr ernst nehmen. Man fragt sich ja insgesamt, wie kann es sein, dass sich über Monate so viele Menschen gruppieren konnten im Untergrund, eben mit dem Ziel, sich an einem bewaffneten Kampf gegen unsere Demokratie zu beteiligen. Wie sehr besorgt Sie es, Herr Herrmann, dass das eben schon so lange auch im Untergrund geplant wurde? Ja, das macht mich besorgt. Auf der anderen Seite ist es gut, dass unsere Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam wurden. Das zeigt, dass nun doch sowohl unsere Landeskriminalämter, unsere Landesämter für Verfassungsschutz, die Bundessicherheitsbehörden, dass das alles funktioniert. Es ist ja jetzt schon seit einer Weile diese ganze Szene unter besonderer Beobachtung gewesen. Da sind auch manche Abhörmaßnahmen geschaltet gewesen, sodass man schon versucht hat, diesen Leuten entsprechend näher auf die Spur zu kommen. Und jetzt müssen natürlich auch alle Durchsuchungsergebnisse ausgewertet werden, inwieweit man dadurch jetzt noch auf weitere Personen entsprechend Hinweise findet. Denn es ist ja noch nicht gesagt, ob wir schon alle wirklich Verdächtigen, alle Beteiligten auch erkannt haben. Also die Ermittlungsarbeit geht jetzt natürlich mit Volldampf weiter. Sie sagen, es wird weiterhin ermittelt. Welt hat jetzt exklusiv erfahren, einer der Beschuldigten, der ehemalige Polizist Michael F., war 2020 für das Sicherheitskonzept der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen zuständig. Was gibt das für Rückschlüsse? Was heißt das, wie stark diese Personen insgesamt sehr, sehr gut vernetzt sind in unserer gesamten Gesellschaft? Das muss jetzt eben sorgfältig ermittelt werden. Bisher waren natürlich mit einer Vielzahl von Namen schon konfrontiert, aber das war bislang natürlich alles streng vertraulich. Jetzt kann offen ermittelt werden, jetzt wird dem nachgegangen. Was sind das für Leute, wie ist das Umfeld? Und jetzt muss eben aufgrund dann auch der Durchsuchungsergebnisse geforscht werden, wer war da womöglich noch beteiligt? Gibt es weitere Verzweigungen? Gibt es weitere Unterstützer und Anhänger? All das muss jetzt sehr sorgfältig entsprechend noch weiter ermittelt werden. Vielleicht ergeben sich dann noch weitere Erkenntnisse. Aber alles, was wir jetzt schon wissen, ist wirklich schlimm genug. Was wir auch wissen, ist, eine der Festgenommenen ist eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Muss Ihrer Meinung nach, Herr Innenminister Herrmann, wie von einigen heute schon gefordert, die Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz neu auf die Agenda?
Das muss auf jeden Fall näher noch mal betrachtet werden. Ja, denn wir sehen zum wiederholten Male, dass zwar natürlich nicht alle Mitglieder der AfD radikal oder extremistisch sind, dass es aber ganz offensichtlich immer wieder Personen gibt, die extremistisch sind, dass die AfD keinen klaren Trennungsstrich zu solchen extremistischen Leuten zieht, sondern dass ganz offensichtlich eine ganze Reihe von radikalen und extremistischen Kräften in der AfD ihre Heimat haben und dort offensichtlich gut geduldet sind, gut mitgenommen werden, vielleicht sogar einen ganz erheblichen Einfluss haben. Wie man sieht, in dem Fall, die Dame war ja immerhin auch schon mal Mitglied des Bundestages für die AfD. Und das zeigt, hier gibt es keine klare Trennung der AfD vom Extremismus. Und das muss uns in der Tat besorgt machen. Das bedeutet eben auch, dass hier der Verfassungsschutz sehr genau hinschauen muss. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für dieses Interview. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.